Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rock of Ages 2. Bei mir ist wieder der Felix. Hallo! Und wir spielen wieder zuerst einen Hürdenlauf, danach einen Krieg. Und den Hürdenlauf spielen wir in Holland mit dem Engelsfelsblock. So, mal sehen, wie wir das hinbekommen. Ich bin auch mal gespannt. Eigentlich eine klassische Rennmap ohne Abkürzungen, ne? Ja, es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Sprünge, es geht einfach nur rum, die Strecke schnellstmöglich abzufahren. Das fanden wir jetzt auch mal ganz interessant. Ja. Wer sich schon im klassischen Rennen besser schlagen kann. Was ist denn los, mein lieber Felix? Na, mich hat die Feuerwerksrakete in der Luft aufgehalten. Boah, sowas ist nervig. Generell finde ich Feuerwerkskanonen ultra schlauchisch. Du hast eine Kuh an dir hängen. Ja, ich weiß, aber nicht so, dass er mich nervt. Ja, das ist aber so ein ungewohntes Bild. Ja, dass jetzt habe ich eine. Kuh auch mal an dir hängt. Du, ich sag's dir, bau mehr Kühe, ne? Dann hängt auch mal welche an mir dran. Oh. Ich hoffe, du wirst jetzt nochmal richtig krass aufgehalten. Ich wüsste nicht von was, ich sehe hier gar nichts. Ja, ich sehe eine Feuerwerksrakete. Oh Gott, ich bin so doof. Oh, diese Feuerwerksraketen, ne? Das ist so lächerlich. Was ist lächerlich, das ist so, Thema? Was ist lächerlich? Hör auf. Was ist lächerlich, hä? Fuck! Ich hab gedacht, ich krieg dich jetzt noch. Oh. Wie gut. Wo bist du da eben? Du bist von rechts irgendwo gekommen. Wo bist du denn da drüber gesprungen? Ja, ich bin durch die Wiese. Ah, durch die Wiese geht er. Ja, dann hab ich meinen Sprung genutzt. Aha. Ich meine, du hast ja deine Sprünge auch immer gezielt gesetzt. Ich konnte sie halt nie so gut verwandeln wie du. Ja, aber offensichtlich hat es mir ja trotzdem nichts gebracht. Naja, das stimmt schon. Ist so schön, hier überall mein Banner zu sehen, ne? Ja, mal sehen, wie lange noch. So, haben die Kanonen bei dir nicht geschossen? Feuerwerksraketen. Ja, ich bin dann bei der Brücke an das Ding gekommen, ne? Was baut der denn hier? Boah, gib mir meine Flügel her. Ja. Ah, okay, den schaffst du. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ah, jetzt bist du über die Wiese gegangen, ne? Ja. Das Ding ist, ich dachte, eigentlich wäre ich vielleicht ganz gut durchgekommen, weil der hat dort irgendeinen Mauergestrüpp gebaut. Ich hab's gesehen, das ist so komplett wir, was die da manchmal bauen, ne? Das war dann, nee. Also da versucht man dann beim Rollen irgendwie den Sinn in der Architektur zu erkennen. Ja, naja, der Sinn war halt da, ne? Hey. Wenn du regulär rollst. Was denn? Ja, du hast mich von der Brücke gestoßen. Hast du mich gerade angehält? Hast du mich gerade angehält? Oh, die Kanone, ey. Weißt du, gib mir mal aus dem Weg, Mensch. Ja, hältst mich nur auf. Das ist so einen guten Vorsprung, ne? Hattest, genau. Hattest. Hm. Natürlich. Wieso verlierst du die Kuh so schnell wieder? Und bei mir bleibt die immer die halbe Strecke hängen. Solidaritätskuh? Keine Ahnung. Solidaritätskuh. Der ja einfach alles in die Luft fliegt, ne? Ja. Ich komm hier nicht durch. Oh, jetzt. Och, wo kommt die Kuh denn her? Oh nein. Da bleibt dein Gras hängen. Hey, oh nein. Nein. Schaffst du's? Nein. Ach. Puh. Ich hatte zu wenig Schwung, dass sich nicht mal die Flügel gelohnt hätten eben. Ja. Na, ich auch. Ich habe dann die Flügel benutzt, um halbwegs schnell aus dem Gras rauszukommen. Über Kacke, weil mit gut Schmackes kommt man gut durch das Gras durch, ne? Ja. Und dann noch die Flügel am Ende. Jetzt machst du mal den Felix, ja, ne? Was? Drängst mich ab. Da müssen mich die Dinger in der Luft noch treffen. Ja. Verdient, sag ich da mal, ne? Naja. Oh, verdammt. Wo bist du eigentlich? Siehst du mich überhaupt? Ich seh dich. Wo fliegst du denn da rum? Was? Ich bin raus. Ich war da, da ist er rausgeflogen. Ich war über der Map. Ja, über der Map, ja. Du sollst ja auch
auf der Map bleiben. Frechheit, ne? Aber kein Wunder, ne, dass du dich darüber wieder freust, ne? Was? Nein. So kennen wir dich, ne? Ich war selbst überrascht, aber ich krieg dich nicht mehr. Ja, puh. Die Gerechtigkeit. Schade. Da war er ja, ein bisschen schneller als ich. Okay. Aber trotzdem gut gespielt, ne? Wir gönnen ihm ja den Sieg. Aber das ist, klären wir jetzt gleich noch mal im Kriegsmodus. Bis gleich. Aber den Krieg. Und da sind wir im Kriegsmodus. Da werde ich den Felix vernichten. Mit dem Farbfelsblock, mit dem Feuerfelsblock, der Feuerwerkskanone, dem Wal, dem Ambrosbullen, dem Tribock und der Bank. Ja, Felix, bist du bereit? Ja, dann hörst du deine Strategie und Art muss erstmal denken, okay, was da hat er sich wieder was vorgenommen, ja. So. So. Alles so aufgeht, wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Ah, dann ist es Gold alle, ne? Ist ja belastend. Ja. Glück wird ja recht schnell gebaut. Zum Glück geht das ja durch die Goldminen, aber du bist ja auch gleich fertig, ne? Dein Farbfelsblock macht mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, ne? Wieso denn? Ja, genervt. Keine Ahnung, was du meinst. Wobei, ich glaube, so näher, krass nervig ist der auch nicht. Es geht schon. Also beim letzten Mal habe ich was festgestellt. Ja? Was mir stark die Runde gekostet hat. Oh, Alter, wo kommt der Schwung her? Weiß es nicht. Oh, da fliegt er. Ja. Ich habe auf einmal so einen kleinen Boost gekriegt und konnte nicht mehr gegenlenken. Ja. Hat dich der Blitz noch getroffen? Nein. Schade. Oh, nein. Ah, ich bin runtergeprollt. Ist ja schade. Ja, ich war zu gierig. Bei deiner Bank hatte ich zu sehr Schwung. War das, hast du wieder den Medusa-Felsblock? Ja. Ich glaube, die Stabfelsblöcke sind gar nicht so schlecht. Die machen aber nichts krass Besonderes, ne? Ja, was macht er mit dieser Felsblock? Ich habe den Sinn von dem immer noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, der ist halt ähnlich wie der Stadtfelsblock, nur macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden oder so. Der okay. Amboss-Bullen auf der Brücke, ne? Klassiker, ne? Kannst du ja ruhig mal was Neues einfallen lassen. Aber ich kümmere mich auch gerade langsam um alle, ne? Ach, um den wollte ich mich eigentlich auch kümmern. So, entstehen lassen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, leider. Ja, genau so einen, ne? Von dem man dann sagt, ah, da ist ja noch einer, ne? Oh, du bist schon durch. Jo. Wolltest du gerade schon ein zweites Mal? Nee, oder? Ja, ach, du machst meine ganzen... Mal. Da macht er hier. Schön so einen schleimigen macht. Einen schleimigen. Ich hoffe, oh Gott, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Nein! Alter, werden die schnell gebaut. Hungerbeut da durch, ne? Auch noch? Komm, jetzt hast du wahrscheinlich 2 Schaden am Tor. 50! 50, hör mal hin, ne? So. So. Und ich schon gar nicht mehr. Gold hatte ich jetzt auch nicht. Aber naja. Oh, da rollt er schon wieder. Mhm.
So, was meintest du vorhin mit, du hast irgendwas gemerkt am Farbfelsblock, was dir die Augen geöffnet hat? Hab ich? Ja. Dann bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Okay. Ah, dann macht er nochmal hier einen Blitzring, ne? Was? Nein. Ah, das Ding ist, ich würde die Wale dort wegmachen, die beschleunigen mich. Was, echt? Ja. Vielen Dank. Ja. Nee, gerne. Ja, und? Oh, da konnte er noch eine bauen. So weit weg. Okay, ja, deshalb meinte ich, hat sich halt nicht so wirklich gelohnt. Na. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und da konnte er auch noch eine bauen. Ah, verdammt. Ja, gut. Oh Gott. Jetzt habe ich hier so alles zugekleistert in der ersten Runde quasi verschenkt. Ja. Für nix. Sag's mal so. Hast du wirklich. Ja. Weil ich hätte nicht gedacht, dass du noch so weit hinten oder so weit wegbauen kannst. Hm. Na, hat er noch gesessen? Mhm. Das stimmt nicht mit dir, Felix. Was meinst du denn? Alles kaputt, ne? Na, was soll ich machen? Muss ich ja genau so machen. Aber dein Vorteil ist, es bremst mich halt nochmal aus, dass ich gar nicht wirklich mit Schwung da reinfahren kann. Das stimmt. Ding ist halt, ich wusste, ne, also beziehungsweise ich habe das vorher gemacht, ne? Ich habe mir gedacht, du spielst in letzter Zeit so oft mit dem Farbfelsblock und der nervt mich. Deshalb habe ich die Bäume reingenommen. Welche Bäume? Achso, ja. Deshalb konnte ich das am Ende wieder alles zubauen. So, und ich nehme jetzt auch mal mit. Hast lang genug gelebt. Nicht springen, das ist nicht schlau. Ja, ah, hast du gesehen, das Katapult hat zu früh geschossen. Das fällt doch auch schon runter. Was ist das schon wieder für eine Unverschämtheit hier? Da hängt er schon am Abgrund. Wie gesagt, ich helfe dir nur. Ich bin so ein Guter. Mhm. Boah. Feuerwerk! Also von hier oben sieht es schon sehr cool aus. Das war schon krass, ne? Aber weißt du, lieber nutze ich die Zeit. Ähnlich wie du. Du hast halt die Zeit. Ja. Wobei ich auch sagen muss, die waren jetzt weniger taktisch, sondern eher schnell hingeklatscht. Ja. Um dich jetzt noch ein bisschen aufhalten zu können. Jo. Habe ich jetzt so oft den Farbfelsblock gespielt in letzter Zeit, dass du schon damit rechnest? Ja, du hattest den ein paar Mal mit, ja. War nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Nix. Der Sprung, ne? Was hat mich... Was denn? Irgendwo, also... Ja. Egal. Nee, ach, ich will jetzt doch nicht drüber reden. Nee, ich hing schon wieder irgendwo fest. Also wurde ausgebremst. Auf offener, freier Fläche. Mhm. Na, richtig so. Ich kann nicht so weit wegbauen, Felix. Irgendwie sieht mir das... Achso, ich habe ja auch schon 3. Dann habe ich nichts gesagt. Wie, du kannst nicht so weit wegbauen? Alles gut, hat sich erledigt. Okay. So, okay. Meinst du, ich bring's zu Ende? Ich gehe stark davon aus.
Ich hoffe es, ne? Ich will jetzt nicht eine zu große Klappe haben und ich sehe die Goldmine da rechts von mir, ne? Ich habe die gesehen, wo sie gebaut wurde, aber dachte mir, na, da bist du schon vorbei. Ja, wieso kann ich hier den Blitz nicht machen? Ja, weil dort überall schon Sachen hingesetzt wurden. Oh. Habt ihr das gesehen? Ging nicht drauf, ne? Ah, wie er wieder loslegt, ne? Das sieht so geil aus von oben, ne? Mit den tausend Dingern. Mit dem Feuerwerk und dann fliegen da noch die Steine durch die Gegend. Ja. Oh, du rollst auch schon wieder. Ja, aber hallo, du bist schon direkt vor meinem Tor. Ja, wieso mache ich eigentlich hier noch alles kaputt? Naja. Weil du ein fieser Bösewicht bist. Ja. So kennt man mich, ne? Na. Okay, ich will dich aber auch mal durchrollen lassen. Ich will sehen, wie gut du es schaffst. Wenn du... Ich hab... Siehst, ja, okay. Also wenn du dir jetzt nichts komplett Neues hast einfallen lassen, komme ich schon durch. Ja, ich habe mir eine Kleinigkeit gebaut. Eine Kleinigkeit hat er gebaut. Naja, eine Kleinigkeit. Hört jetzt, Leute, vielleicht. Eine Kleinigkeit. Ich sehe schon wieder 10 Millionen Sachen, aber eine Kleinigkeit hat er gebaut. Ah, oh, Scheibenkleister, das hat nicht geklappt. Ja, okay, ja. Ich habe das Fass dorthin gebaut, damit du nicht die Kurve so eng nehmen kannst und dass sich das dann schon alles mehr auffällt, weißt du? Ja, das sehe das schon. Aber du kannst okay. Die Kurve trotzdem nehmen. Ja, ja. Okay, das hätte ich besser machen müssen. Ja, komm, mach schon. Jo, gut gerollt, ne? Ich warte ja auf den Tag, dass du wieder rollen. So lange wartest. Nee, ich konnte nicht sofort. Oh, das ist ja schade. Bist, ja, ich habe nämlich erst deine Animation, ne? Aber weißt du selber, ne? Okay, dann waren es mal wieder zwei spannende Runden gegen den Felix. Mit ihm haben wir natürlich auch wieder eine Folge aufgenommen. Ich verlinke die in der Videobeschreibung, im Abspann und in den Kommentaren. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Rock of Ages. Haut rein. Tschüss.